erfahren wird. Denn in euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Der Ruf des Engels, er erklingt in dieser heiligen Nacht wieder einmal. Und nehmen wir diesen Engel doch beim Wort. Habt keine Angst, ruft er uns in diesem Jahr 2020 zu. Denn die Freude ist riesengroß und überwiegt alles, denn Jesus Christus, der Retter und Friedensbringer, ist geboren. Für euch, für dich und für mich. Wir stehen heute Abend hier in der leeren St. Petri-Kirche und sind doch in diesem Augenblick miteinander verbunden. Pastor Jens Blume, Diakonin Elke Seitlitz und ich, Pastorin Bodigerella, gestalten gemeinsam mit Kreiskantor Christian Konradi an der Orgel, Christina Flithaut, Blockflöte und Arno Paruch Zink diese Christnacht. Und so feiern wir im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger, barmherziger Gott, es ist die heilige Nacht, die Weihnacht. Du, Gott, bist Mensch geworden. Über einem einfachen Stall in einem kleinen Dorf hast du ein helles Licht aufgehen lassen. Ein Licht, das den Suchenden den Weg weist, den Enttäuschten wieder Hoffnung schenkt, Ängstlichen Mut macht, Traurige tröstet und der ganzen Welt Frieden bringen soll. Wir bitten dich, Gott, komm uns nahe, jeder und jedem von uns, wo immer er oder sie auch ist. Lass es hell werden in unseren Gedanken und warm in unseren Herzen. Schenk uns die Verbundenheit untereinander an diesem Weihnachtsfest. Denn darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander von Lied 27, Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich, die Strophen 1 und 6 singen. Wir hier in der Kirche dürfen noch nicht mit einstimmen, aber die Musik wird sie leiten und stimmen sie herzlich ein, Lied Nummer 27, die Strophen 1 und 6. Ich lese die Weissagung des Propheten Jesaja im 9. Kapitel. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende, auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Musik.
Ich lese den Predigttext aus dem Matthäusevangelium im ersten Kapitel, die Verse 18 bis 21. Die Geburt Jesu geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Liebe Gemeinde, Josef, der junge Bräutigam, Josef, der Zimmermann, er spielt keine Hauptrolle in der Weihnachtsgeschichte und ehrlich gesagt, eigentlich will er überhaupt keine Hauptrolle in dieser Geschichte spielen. Denn Maria, seine Verlobte, seine Braut, ist schwanger. Und was er jedenfalls weiß, ist, dass das Kind nicht von ihm ist. So hat er sich sein Leben nicht vorgestellt. Hätte er sie öffentlich bloßgestellt, hätte das schlimme Konsequenzen für Maria haben können. Vielleicht sogar Steinigung. Das will er nicht. Es tut weh, aber er will keine Rache. Egal ist sie ihm nicht, auch jetzt nicht. Die Liebe, die er für sie empfindet, sie ist nicht einfach weg. Aber er will Maria in aller Stille verlassen, Schluss machen. Er hat sich sein Leben mit ihr ganz anders erträumt. Hätte es an Josef gelegen, er wäre gegangen. Weggegangen von Maria, weggegangen von dem Kind. Hätte es an ihm gelegen, er hätte seinen Platz an der Krippe verloren und seinen Platz in der Weihnachtsgeschichte. Er wäre herausgefallen aus Gottes Geschichte mit den Menschen. Aber es kommt anders. Gott sieht seinen Zweifel, seine Angst, sein Unverständnis, seine Verletztheit. Im Traum erscheint ihm ein Engel, ein Bote von Gott mit einer Botschaft von Gott. Du bist wichtig. Auf dich kommt es jetzt an. Das sagt der Engel im Traum. Bleib bei Maria. Geh nicht weg. Und das Kind ist von Gott, ein Gotteskind. Und du sollst ihm den Namen geben, Jesus. Das heißt, Gott hilft, Gott rettet. Eine Hauptrolle bietet der Engel dem Josef nicht an, nur du wirst gebraucht. Einer muss bleiben, einer muss den Esel führen und den Haushalt, eine Suppe kochen. Einer muss Feuer machen in kalter Nacht. Einer muss wach bleiben und den Schlaf bewachen. Einer muss Verantwortung übernehmen. Denn Maria braucht Josef, einen, der zu ihr hält. Einer, der ihn den Rücken frei hält, ein, der sie schützt vor dem Gerede der Leute. Und das Kind braucht Josef, damit es gut zur Welt kommen kann. Das Kind braucht Josef, damit er es beschützt. So erzählt Matthäus die Geburtsgeschichte. Ganz anders als Lukas. Bei Matthäus geht es ohne Stall und ohne Hirten. Stattdessen mit einem zweifelnden Josef. Und genau an dieser Stelle unterbricht Matthäus den Fortgang der Handlung und macht sich mit einem Kommentar, mischt er sich ein. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Ein Ausrufezeichen in dieser Geschichte. Was Josef jetzt tut, wie er sich entscheidet, ist nämlich unglaublich wichtig.
auch wenn er das im Moment gar nicht weiß und nicht versteht. Die Weissagungen des Alten Testamentes erfüllen sich. Aber irgendwann wird es ihm auch klar vor Augen liegen. Die Heilsgeschichte Gottes kommt ohne ihn, ohne diesen Josef nicht aus. Sein Ja ist so wichtig wie Marias Ja. Aber, und dieser Aspekt ist eben auch wichtig, Gott sieht Josef und erkennt seine Not. Der Engel in seinem Traum ist keine verwirrende Geschichte, wie wir sie so dann und wann des Nachts zusammenträumen. Sondern der Engel im Traum ist einer, der Orientierung schafft und Klarheit schenkt. Durch ihn zeichnet sich ein neuer Weg ab und die Entscheidung gewinnt Gestalt, diesen neuen Weg wirklich zu gehen. Unverhofft, unerwartet. Nicht, weil Josef besonders fromm gewesen wäre, sondern weil Gott ihm durch den Engel zeigt, was es mit diesem Kind Jesus auf sich hat. Dass Gott selbst in diesem Kind die Menschen aus Not und Elend rettet. Dass er in diesem Kind bei uns ist und mit uns sein will. Auch bei Josef. Und weil Josef den Worten des Engels glauben kann, bleibt er bei Maria. Und er behält damit seinen Platz in der Weihnachtsgeschichte und an der Krippe. Er hilft sogar, sie weiterzuschreiben, indem er dem Kind einen Namen gibt, den richtigen Namen. Jesus, Gott hilft und Immanuel, Gott mit uns. Denn Gott bahnt sich den Weg zu uns, indem er als Mensch zur Welt kommt. Und offenbar bahnt Gott auch einen Weg dafür, dass Menschen ihn selbst in diesem Kind erkennen können. Josef jedenfalls erkennt das und erfährt, Gott ist mit uns in diesem Kind. Und das macht ihn stark. Und er geht mit Zuversicht und Entschlossenheit seinen Weg an der Seite von Maria. Manchmal braucht es Menschen, die reden. Manchmal braucht es Menschen, die tun, was richtig ist, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Josef ist ein Traummann, so will ich ihn nennen. Schließlich nimmt er seinen Traum ernst und den Engel im Traum mit seiner Botschaft auch. Mit Gottes Liebe das Leben und die Menschen lieben, warten wie er, urteilen wie er, ohne zu verurteilen. Dem Befehl gehorchen, wenn er ergeht, und niemals zurückschauen. Dann kann Gott dich brauchen. Dann vielleicht braucht er dich. So hat es Dag Hammarskjöld, schwedischer Generalsekretär der Vereinten Nationen, einmal beschrieben, was Gott uns zutraut. Nicht, ob du eine Hauptrolle in der Weltgeschichte hast, oder eben nur eine kleine Nebenrolle ist wichtig. Aber dass du weißt, du bist immer wichtig für jemand anderen. Das spielt eine Rolle. Ob du bleibst oder ob du dich davon machst. Und sei es bloß innerlich. Es spielt eine Rolle, ob du tust, was deine Aufgabe ist, jetzt an deinem Ort. Auch wenn du nicht immer verstehst, warum und warum ausgerechnet du. Darauf kommt es an, dass du Verantwortung übernimmst. Auf deine Liebe und deine Menschenfreundlichkeit kommt es an. Denn so kommt Gott zur Welt. Nicht nur damals in Bethlehem, sondern hier und heute. So wird es nämlich wahr, dass Gott hilft und Gott mit uns ist. Josef ist ein Traummann. Denn er lässt sich weihnachtlich verwandeln. Er wird zuversichtlich und mutig und geht seinen Weg mit Gott. Und wir wissen ja, was dann folgt. Es wird nämlich nicht einfacher für ihn und seine kleine Familie. Denn kaum sind die drei weisen Sterndeuter aus dem Morgenland auf Umwegen wieder nach Hause in ihre Heimat gereist, wird er mit seiner Familie vor dem Kindermord des Herodes nach Ägypten fliehen.
Im Traum hat Gott nicht nur den Sterndeutern den Weg gezeigt, sondern auch Josef losziehen lassen. Aber er geht seinen Weg mutig und zuversichtlich. Und dieser Gedanke ist kraftvoll, gerade in diesem Jahr, das so anders verlaufen ist, als man erwarten konnte. Pläne machen, Pläne verwerfen, wen kann ich sehen und wen nicht? Fragen und Entscheidungen, die Schmerzen im Rückblick auf das vergangene Jahr und die immer noch Schmerzen, gerade an diesen Festtagen. Josef, er zeigt mir, was es heißt, darauf zu vertrauen, dass Gott mit uns ist. Auch wenn wir uns fürchten, auch wenn wir am liebsten weglaufen würden, auch wenn wir wieder mal neu planen mussten, auch wenn wir uns in unserer Nebenrolle unglücklich fühlen. Gott ist da, unverhofft und unerwartet. Lässt er so Weihnachten werden. Er ist es und er schenkt es und er erlöst uns. Wie es möglich ist? Es geht dabei um Vertrauen. Um Vertrauen darin, dass Gott wirklich mit uns ist. Und genau hier fängt die Geschichte an. Unsere Geschichte mit ihm, deine und meine. Denn in Jesus kommt Gott mir nah, erst als kleines Kind in der Krippe in der heiligen Nacht und dann als der, der vom Gottesreich predigt, Menschen heilt und so Grenzen überwindet, der Licht bringt und die Hoffnung nährt, dass jederzeit, unverhofft und unerwartet, die Liebe siegt. Amen. Wir laden nun ein zum Mitsingen. Es ist ein Los entsprungen im Gesangbuch, die Nummer 30, die ersten beiden Strophen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Herr, unser Gott, niemand hat mit dir gerechnet, nicht zu dieser Zeit und nicht an diesem Ort. Und doch, plötzlich warst du da, mitten unter uns. Du hast deiner Botschaft ein Gesicht gegeben. Deiner Botschaft von Frieden und Liebe, von Hoffnung und Gemeinschaft über Grenzen und Mauern hinweg. Wir machen uns Sorgen, Gott, um die vielen Menschen, die allein sind in diesen Tagen. Wir denken an die Menschen in den Alten- und Pflegeheimen, an die Kranken,
an das Pflegepersonal und an die Ärztinnen und Ärzte. Schenk du Gott die Kraft und die Zuversicht, dass am Ende des Tunnels das Licht schon zu sehen ist. Behüte uns vor Unzufriedenheit und schenk uns ein Lächeln. Behüte uns vor Rechthaberei und schenk uns den Blick für die wirklich wichtigen Dinge. Nimm uns in die Pflicht, damit wir deine Botschaft weitertragen und weitersagen. Deine Botschaft, mit der du uns beschenkst. Solidarität mit denen, die in Bedrängnis sind. Barmherzigkeit gegenüber denen, die Not leiden. Und Vergebung für die, die uns wehgetan haben. So lass es Weihnachten werden in unseren Herzen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wie der Stern über dem Stall von Bethlehem stehen blieb, so möge Gott sein Licht auch über deinem Leben leuchten lassen. Wie die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, so möge Gottes Frieden auch dein Haus und dein Herz erfassen. Wie die Tür im Stall von Bethlehem allen offen stand, so möge auch Christus dir die Tür zum Leben sein. Wie Ochs und Esel die Krippe ihres Herrn kannten, so mögest auch du erkennen, dass Gott es gut mit dir meint. Wie Maria alle Worte in ihrem Herzen bewegte, so mögest auch du dich von Gottes Wort bewegen lassen. Wie Josef für Maria und das Kind sorgte, so mögest du dich der Menschen annehmen, die Gott dir anvertraut hat. Wie das Kind von Maria und Josef zugleich Gottes Kind war, so mögest auch du immer Gottes Kind sein und bleiben. So segne
und behüte uns Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Lasst uns zusammen, o du fröhliche Seele,